Crusader Kings 3er und ich muss euch etwas mitteilen. Und zwar, mir ist mein kompletter Rechner abgekackt und es war ziemlich mühselig, das alles wieder herzustellen und einzurichten und bla bla bla. Deswegen habe ich in letzter Zeit nicht so viel Zeit zum Streamen gehabt. Aber ich hoffe, es läuft alles wieder und ihr seid jetzt live mit dabei, wo wir sehen werden, ob mein Cloud-Speicherspielstand hier noch funktioniert oder nicht. Wir fahren mal fort. Genau, da sind wir also auch wieder in unserem schönen Das sind jetzt alles Ratschläge hier. Das ist jetzt nicht weiter dramatisch. Es hat sich im Grunde genommen nichts verändert. Hier drüben, das sieht anders aus. Ja, doch, es hat sich ein bisschen was an der Grafik verändert, ne? Jetzt lass mich nochmal ganz kurz was checken. Aber das passt soweit. Grafische Oberflächenskalierung. Ah. Wir haben die Skalierung etwas hochgesetzt. Wir könnten mal etwas runtergehen. Ah, seht ihr, jetzt ist das auch kleiner geworden. Bin mir gerade noch ein bisschen unschlüssig, was da schöner war. Aber die 120 lassen wir jetzt mal. Der schadet ja auf keinen Fall. Gut, Bastard. Das kann eine Gefahr sein. Verstehe. Schutz gegen Fraktionen. Okay. Das sind jetzt hier nochmal die ganzen Tutorial-Geschichten. Die brauchen wir eigentlich nicht. Warum die jetzt nochmal kommen, kann ich euch gar nicht so sagen. Alle Charaktere haben einen Glauben, der wiederum einer Religion angehört. Okay. Verstehe. Okay, ja. Wir sind leicht über unsere Domain-Dings. Moment mal, kann ich hier etwa Spiel-Tooltip? Das hat sich auch geändert. Ich hätte gerne alle 6 Monate. Anzeigesprache Deutsch. Tutorial-Vorschläge zeichnen. So machen wir das nämlich. Ich glaube, ich hatte das hier. Ja, okay. Dann gucken wir mal rein in den Staat Dänemark. Hätte ich fast gesagt, aber nein, wir sind natürlich das mächtige Leon. Wir können Kriege erklären, das ist ganz hervorragend. Wollen wir das denn überhaupt? Wir haben ein gutes Plus an Leuten. Wir haben auch viel Prestige, soweit bekannt, ja. Moment mal. Was ist das für ein Spielstand? Ich meinte, das hier hatten wir wieder verloren, oder? Wartet mal. Ich guck noch mal ganz schnell nach. Ja, das ist der letzte Spielstand. Also sorry Leute, falls wir hier irgendwie jetzt... Ja, stimmt, guck mal, das ist doch... Das ist doch komplett falsch hier. Ja, kann ich jetzt auch nicht ändern, Leute. Dann spielen wir eben hier weiter. Das ist dann eben so. Das ist dann eben so. Das tut mir aufrichtig leid, dass das jetzt so ein bisschen unprofessionell wirkt. Das wirkt so, weil es auch ist. Aber ich kann es wirklich leider nicht ändern.
So, dann hoffen wir mal. Wir könnten einen Mordkomplott schmieden. Wir könnten ihm sogar den Titel aberkennen. Ah, das ist der hier drüben. Wir werden mal einen Komplott gegen diesen Mann hier schmieden. Kann überzeugt werden. Bestechung. Ja, so sei es denn. Wenn wir ihm den Krieg erklären, zwecks dieser Grafschaft hier. Dieser Grafschaft. Er hat keine Verbündeten, ne? Aber wenn wir einen Religionskrieg führen, dann kann er doch... Was haben wir für Verbündete? Ah, das taugt nicht. Heirat arrangieren. Eine Cousine. Das macht er nicht. Stimmt, das hier hat sich auch verändert. Das war sonst hier immer drüben. Aber leider gibt es nicht noch mehr Kartenmodis. Also es hat sich ein bisschen was getan, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Das war so vor circa 2 Wochen. Charakter finden. Titel finden. Zum Hauptsitz gehen. Okay. Wollen wir das machen? Wollen wir den hier angreifen? Oder wollen wir schlechterdings einfach hier mal einen Anspruch fingieren lassen? Das ist, glaube ich, geschickt. Weil das letzte Mal haben wir da ganz schön aufs Maul bekommen. Genau, unser Komplott müsste jetzt eigentlich bei 55, können wir dann noch mehr einladen. Da müssen wir jetzt natürlich erst ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Ach so, 26 dazu wären schon nicht verkehrt, ne? Wie viel will der? 50. 50, aber das kommt gleich. Da mein Komplott sich der Umsetzung nähert, ist eine rasche Verständigung entscheidend. Ich habe eine besonders schlaue Taube, die Diego nutzen könnte, um nötigenfalls einige Botschaften an mich in Leon zu schicken. Doch wie soll ich den Vogel in die Resistenz von Porto bringen?
Okay. Das war gut. Konzentrieren wir uns jetzt mal darauf. Und hier mal die Kriegsvölker. Ja, stimmt, ey. Was ist da nur los? Das ist ja noch ein ziemlich früher Spielstand. Sorry Leute, ich muss noch mal was checken. Hallo, lieber Zuschauer, schön, dass du da bist. Vielleicht auch für dich zur Erklärung noch mal. Leider ist mir mein komplettes System abgestürzt und ich musste meinen Rechner neu aufsetzen, was jetzt auch dazu führt, dass ich scheinbar nicht mehr alle Tassen, ich meine nicht mehr alle Spielstände im Schrank habe. Tja, ich finde es tatsächlich nicht mehr und ich kann hier auch nirgendwo einstellen, dass wo das gespeichert werden soll. Okay, na, geht nicht. Alles klar. Gut. Radspitzel. Ihr erfahrt vom Geheimnis von González Cannibal, der ausgezeichnet. Wer bist du? Wir erpressen ein Druckmittel. Leidenschaftliche Interessen. Mein Zauberstern Infantin Urika spielt zerstreut mit meinem Haar, während sie mir etwas über verschiedene Gifte und ihre Anwendung erzählt. Ihre Ansichten sind interessant und doch bewundere ich vor allem ihre Leidenschaft für das Thema. Je tiefer sie darin eindringt, desto beseelter wird sie und ihre wunderschönen Augen leuchten förmlich. Ich könnte ihr wohl ewig zuhören. Ja, implizierte Arglist. Schreckenszuwachs pro Tyrannei. Folterer. Das ist ja ein super früher Spielstand. Ich war doch schon hier unten. Ah, das tut mir leid, Leute. Irgendwie, ja, ist der Wurm drin. Ich habe generell mit Twitch habe ich nicht so viel Glück. Ich meine, ich habe eh nicht so viel Zeit, mich da reinzufuchsen, aber Twitch und ich, das ist noch keine Liebesbeziehung. Aber ja, wir werden sehen. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier vielleicht noch mal jemanden einladen können. Kann überzeugt werden. 18er. Mehr kriegen wir nicht. Und für wie viel? Ja, das machen wir auch nochmal, weil das ist wichtig. Es gibt was, wir werden etwas finden. Okay, angesichts der jüngsten Bauernaufstände in Porto hat einer meiner Agenten einen sehr besonderen Vorschlag gemacht, wie man Herzog Nuno loswerden könnte. Mit Münzen in den richtigen Taschen und Agitatoren an jeder Ecke könnten wir einen Aufstand provozieren, während der Herzog auf den Straßen unterwegs ist. Das fühlt sich gut an. Ah, Herzog ist Nuno ist tot, erschlagen und niedergetrampelt von seinen eigenen Untertanen. Nebenbei. Jetzt ist er raus, dafür treten andere an seine Stelle. Die werden wir aber einfach, ja, den werden wir auch einheizen. Zahlreiche Bauern wurden gehängt und was sollte da auch besser sein? So, jetzt schauen wir uns gleich mal den guten Mann hier an. Oder machen wir erst die gute Frau. Mord.
Ah, das ist schon schwieriger. Rechtmäßiger Lehnsherr. Seid nicht der rechtmäßige Lehnsherr eines Vasallen. Weiter. Wenn ihr neue Ländereien erobert, erhaltet ihr häufig neue Vasallen, deren rechtmäßiger Lehnsherr ihr nicht seid. Plant eure Eroberungen sorgfältig, um dieses Problem zu mindern. Damit ihr nicht zu viele Vasallen habt, die euch nicht mögen, solltet ihr euch bei euren Eroberungen immer auf ein de jure Gebiet konzentrieren. So werdet ihr früher oder später ihr rechtmäßiger Lehnsherr. Okay, verstehe. Ja, das sollten wir tun. Und uns mal ganz kurz damit beschäftigen. Also, von Rechts wegen. Meine Gemahlin hat mir von einem obskuren Gesetz in der Grafschaft von Monterrey berichtet, wonach es nur der König beschützen darf. Für gewöhnlich würde man auf ein derart archaisches Gesetz nicht weiter achten, doch es bietet mir eine einzigartige Gelegenheit. Graf Sancho, meine Vasallin und der derzeitige Herrscher von Grafschaft Monterrey könnte etwas zurechtgestutzt werden. Wo bist denn du? Ihr haltet einen fallen gelassenen Anspruch. Was heißt denn das? Nee, der soll den ruhig behalten. Jetzt gucken wir mal gerade noch hier in den Rat hinein. Also mein Ratskanzler, der soll ruhig hier zusätzliche Steuern. Sehr gut. Verschuldet. Graf Diego ist nicht beeinflusst. Wir haben halt hier jetzt echt ein kleines Problem. Das ist nicht gut. Warum sind die denn alle so schlecht drauf? Achso, die Domänenschwelle, ja, das sollte man zügig machen. Lasst uns mal gucken. Das sind sozusagen Herzogtümer und deren de jure Geschichten, okay. Das Herzogtum von Galizien. Da müssen wir ein bisschen sparen auch, ne? Also Santiago will ich selber behalten, weil da natürlich die tolle Kirche ist. Nachfolge. Ich habe immer noch kein Kind, ne? Das ist natürlich nicht unproblematisch. Das ist nicht unproblematisch. Der ist verschreckt. Warum ist er verschreckt? Hm.
Der ist aber auch zu nichts zu gebrauchen, ne? Irgendwie. Das tut mir leid für ihn, aber so ist das nun mal. Das Mordkomplott gegen ihn ist teilweise gescheitert, okay. Ja, dann lassen wir es mal einfach weiterlaufen und müssen jetzt trotzdem mal überlegen. Ich könnte Burgos noch abgeben. Ich glaube, das ist tatsächlich... Ich bin gleich wieder bei euch. Kleinen Moment. Und schon geht's auch wieder weiter. Ja, ich werde tatsächlich Burgos abgeben, habe ich mir überlegt. Und ich werde das vergeben. Oh, das ist halt eine tolle Entwicklung. Das ist natürlich wieder schade. Was hast du? Zehnerentwicklung, Zehnerentwicklung. Aber das hierher zu geben... Kann man hier eigentlich sehen, wer Anspruch auf diese Provinz hat? Das würde mich mal interessieren. Kann ich mir das irgendwo anzeigen lassen? Wahrscheinlich nicht. Ja, komm, dann vergebe ich das tatsächlich. An den Bürgermeister von Lugo. Der hat schon zwei, ne? Ja. Dem kann ich es nicht geben. Dann wird der zu mächtig. Wir vergeben das tatsächlich an. Ich glaube, der wird's werden. So, jetzt müsste das hier doch... Eigentlich müsste das doch schon ein bisschen besser jetzt geworden sein, oder? Dauert das ein bisschen, bis das sich ändert? Möchte einen Sitz im Rat... Können wir eigentlich wieder nach unten gehen? Nun gut, ihr werdet es am besten wissen. So. Aber ich glaube, die hier oben... Nee, die gibt's gar nicht mehr, oder? Doch, die hier. Wer ist sie eigentlich? Herzogin. Schwägerin und Vasall von uns. Wie kann sie eine Schwägerin von uns sein und er auch? Das müssen wir überlegen. Ach so, weil das wahrscheinlich irgendwie mit meiner Schwester zu... Hä? Mit meiner Frau zusammenhängt? Tatsächlich. Er ist der Bruder unserer Schwester. Mhm.
Reich. Vasallen. Die haben wirklich alle eine ziemlich schlechte Meinung von mir. Feudal. Komm, wir beeinflussen den mal. Hoffentlich bringt das dann was. Ihr werdet Titel erben. Okay, alles klar, die braucht man nicht. Wir werden natürlich mit meiner Schwester ein Bündnis zu machen, halte ich jetzt für wunderbare Neuigkeiten. Gut, dann gucken wir mal hier. Ey, das gibt's doch gar nicht. Was ist das für ein Spielstand? Tja. Was so ein Windows-Update doch alles kaputt machen kann. Es ist allgemein bekannt, wie sehr höflinge Intrigen und Komplotte lieben. Dies könnte ich zu meinem Vorteil nutzen, wenn ich dafür sorge, dass meine Höflinge einander misstrauen und untereinander zanken, fehlt ihnen Zeit und Ressourcen, gegen mich zu intrigieren. Ich nehme das. Haben wir irgendwelche Bündnisse? Wartet mal hier. Diese, das. Der ist im Ungarn im Knast. Okay. Wir müssen uns mal noch irgendwie versuchen, um ein anderes Ding hier zu bemühen. Wir müssen auch mal unsere Frau jetzt mal so langsam schwängern. Zynisch, großzügig. Bis August 76, okay. Irgendwann ist es dann auch vorbei. Sehr schön. Jetzt bauen wir mal langsam unsere Hauptstadt aus, würde ich sagen. Und zwar machen wir, sobald das möglich ist, die Hügelfestungen. Machen wir ein bisschen schneller. Als nächstes holen wir uns nochmal ein Kriegsvolk. Kommt so vor, als wäre hier schon wieder was dazugekommen. Onager. Onager. Plus 2 am Tag. Unterhalt. 20 pro Monat. Plus 3 am Tag. Wir werden das vernichten und dann alsbald die Mangonellen ausheben. Ketzerei, Katharer in Meißen. Wisst ihr, sie haben da schon ein paar Argumente vorzuweisen. Nee, das machen wir nicht, aber... Aber... Wir gucken mal rüber zum Papst, ob wir den ein bisschen anbetteln können. Geht scheinbar nicht. Geld erbitten. Ah, wir haben nicht genug Pietät, alles klar.
Sehr gut. Die Beeinflussung war hiermit erfolgreich. Aufgeben. Wir gehen jetzt mal. Er wird auch langsam besser und freundlicher, Graf Pedro. Beeinflussung. Machen wir das hier mal. Kultur. Ja, schauen wir da auch noch mal vorsichtshalber rein. In die Kultur. Haustruppen. Ja, das passt. Das passt. Grüß dich, Feinherb. Schön, dass du dabei bist. Ja, so. Du kannst gerne ein bisschen mitspielen, wenn du willst. Also im Sinne von mir Ansagen machen. So, So, genau, wir wollten jetzt hier eigentlich nochmal so ein Kriegsvolk ausheben. Die nehme ich die hier. Die schaffen wir dann nämlich auch gleich mal. Na, endlich ist sie schwanger. Und wir können hier auch verlockende Gelegenheit, Verführungskomplottstärke, Fruchtbarkeit freischalten. Also, ich will tatsächlich nur hier bei diesen Dingern hier einfach schneller vorankommen und besser werden. Ne? Kuriositäten aus Fernlanden. Als ich den örtlichen Markt besuche, fällt mir eine Händlerin aus einem fernen Land ins Auge. Kommt näher, kommt doch näher. Bewundert Schätze, die noch nie zuvor jemand in diesen Landen erblickt hat. Ich musste mich unter die einfache Bevölkerung mischen, um diese Schönheiten herauszuschmuggeln. Ein wahrlich schauriges Erlebnis. Diese Händlerin könnte mir mehr zu bieten haben als nur Wunder aus der Ferne. Mhm. Das sollte sowohl für die Ware als auch für wir wissen reichen. Wir würden Geld hingeben. Und ich würde Menschen verstehen. Aber entspricht das unserem Charakter? Ich glaube eher nicht. Sie wird mir alles erzählen. Sehr gut. Alfonso der Zweite. Mögest du stark sein, mein Sohn. Mal gucken, wie viele Alfonsos wir so haben. Ein rastloser Geist. Auf der Reise durch ein Dorf komme ich an einer kleinen antiken Ruine vorbei. Der Bauer, der als mein Führer fungiert, erzählt mir von einer heimischen Volkslegende, die besagt, dass sich vor Jahrtausenden, als die Gegend von einer Seuche heimgesucht wurde, einer der Einheimischen in der Ruine verkrochen habe und dort allein gestorben sei, als ihm Essen und Trinken ausgegangen sei. Sein einsamer Geist spukt angeblich noch heute in der Gegend. Eine interessante Geschichte, nehme ich an. Kind unterrichten. Wartet mal. Ich würde gerne mal etwas langsamer machen und mal auf Pause. So, Moment. Er ist ein Buckliger. Er ist ein Buckliger. Wie konnte denn das passieren? Meine Frau schenkt mir ein buckliges Kind. Tja,
Diesen Buckel wird er wohl auch nicht loswerden. Anziehungsmeinung. Kampfgeschick. Diese Eigenschaft ist vererblich. Oh, shit. Kind unterrichten. Er ist bucklig. Das heißt, er wird es schwer im Leben haben. Auf Kampf. Also Tücke wäre natürlich das eine. Er könnte aber auch ein weiser Mann werden. Ein buckliger, weiser Mann. Ja, das würde mir gefallen. Aber ich glaube nicht, dass in diesem Fall ich der Richtige bin. Ich glaube, unser Erzbischof sollte sich ihm annehmen. Denn auf Gott zu setzen, das wird er brauchen. Ja. Dann schicken wir den Vorschlag ab. Wir erhöhen das mal auf 2 und wir würden mal leichtes Fußvolk noch ausheben. Bogenkämpfer würden wir ausheben. Ja, das soll erstmal genügen. Das dauert also hier noch ein bisschen. Okay, hier müssen wir auch unbedingt noch eine Burg bauen. Jo. Ratsmitglied. Das heißt, da ist ein Posten frei geworden, ne? Unser Ratsmarschall. Oh. Kontrolle bei 88 und die ist bei 100. Kontrolle in kein gültiges Zielgrund. Dann geh du mal da rein. Die wären uns also ebenbürtig. Die haben ganz schön viele Kriege. Mit Wissensaustausch. Ich nehme an, König Atonso wäre höchst interessiert an meinem Wissen darüber, dass vielleicht. Achso. Vielleicht ist er sogar interessiert genug, um mir etwas Brauchbares als Gegenleistung.
werde ihm nur im Tausch gegen einen Gefallen verraten. Ränkespiel plus 1. Schauen wir mal, ob das uns weiterbringt. Schwer zu sagen. Okay. Das hat wohl nicht so funktioniert. Dass meine Bekanntschaft Xima ein Kind aus einer sündigen Vereinigung unter dem Herzen trägt, ist kein Geheimnis. Schließlich ist sie keine verheiratete Frau. Allerdings wurde nun endlich das Geheimnis um den Vater des Kindes gelüftet. König Atonso ist für diese Misere verantwortlich. Jetzt kennt jeder die Wahrheit. Das ist der hier drüben, ne? Angststreuer. Ja, komm, wir gehen jetzt den Baum da runter. Was soll das an der Stelle? Was soll der Geiz? Tja, unsere Mutter ist verstorben, okay. By the way, wir könnten mal gucken. Haben wir überhaupt einen Arzt zurzeit? Ja, wir haben einen Arzt. So, dann kannst du was tun. Genau. Beeinflussung, Infiltratoren. Mir kam zwar, dass einige Gemeine meines Reichs nach Porto ziehen, wo mein Ratsmarschall Herzogin Loba residiert. Ortsansässige, die mich loben, auch wenn sie zugezogen sind, können sicher nicht schaden dabei, ihre Meinung von mir zu verbessern. Ja, komm, nehmt dieses Gold. Einmal muss es ja passieren. Mir fehlt aber tatsächlich so ein bisschen die Strategie, wo und was wir angreifen können. Wir könnten uns natürlich in... Aber sie ist ja jetzt schon, ne? Wir unternehmen keinen weiteren Versuch. Das lassen wir jetzt mal aufgeben. Denn mittlerweile ist sie ja schon ganz gut da. Haben wir hier, könnten wir lieber den hier mal beeinflussen.
Können wir das überhaupt? Könnten wir hier einen Anspruch fingieren? Ja, das können wir. Na, dann ist doch interessant, dann machen wir das auch mal. Und machen hier in jedem Fall nochmal eine Hügelfestung rein. Dann haben wir sozusagen überall zumindest schon mal in unserem Kernlanden eine Festung drin. Und dann schauen wir mal weiter. Aber ich sehe, wir könnten vielleicht uns tatsächlich noch ein paar Kriegsvölker gönnen. Und ich habe mir neulich ja schon den Kopf zerbrochen. Ich glaube, wir waren dann irgendwie bei den... Wir können noch zwei, wenn wir jetzt, also einmal Reiterei sollten wir dabei haben. Was ist die gepanzerte Reiterei? Gottesurteil. Mein Erzbischof Jamie geht mir wirklich auf den Geist. Es geht kein Augenblick, in dem er mir nicht in den Ohren liegt. Gott dies, der göttliche Wille, das. Besonders gerne erzählt er jedem, dass der Herr alle Lügner bestrafen wird. Gott ist ein wirklich arrogantes Miststück. Ja. Was? Hat unser Komplott natürlich entlarvt. Also diese Caballeros sind schon ziemlich... Die haben vor allem einen hohen Abschirmung. Was bedeutet das? Ja, also wir werden uns die Caballeros holen. Beziehungsweise können wir natürlich auch hier nochmal gucken. Ein angehender Unruhestifter. Ich rechne mittlerweile zwar schon damit, dass mein Sohn und Erbe, Erbeer, Alfonso II. Viel Schabernack treibt, doch sein Einfallsreichtum hält mich dennoch auf Trab, denn wenn es gerade mal kein Streich ist, ist es eine Prügelei, ein verärgerter Tutor oder ein aufgeschlagenes Knie. Da wird einem nie langweilig. Leidenschaftliche Interessen. Ich spiele gerade Gedanken verloren. Wow. Einkerkern, Schreckensverfall. Jawohl.
Mir fehlt halt irgendwie sowas, weil zum Beispiel so eine Krieg- und Friedenkarte, wer ist gerade im Krieg, ja. Irgendwie sowas. Wir werden sie einkerkern. Gut. Wir werden sie foltern. Ja, wir lassen sie laufen. Erstmal. Nachbarschaftskriege. Okay. Schwierig, ne? Warum? Weil wir sündig sind. Wir hinterlistig sind, okay. Schade. Tugendhafter Papst gefeiert. Okay. Turnierprobleme. Als König ist es meine Pflicht, an einem lokalen Turnier teilzunehmen. Doch die anderen Teilnehmer verspäten sich. Das Turnier wird frühestens in einer Stunde beginnen. Alundra, ein Mitglied des gemeinen Volkes aus Soria, ist hier. Und das ist doch die, die wir gerade eingekerkert haben. Und wie immer unausstehlich. Ihr ständiges Genörgel vermiest ihrem Umfeld die Laune noch mehr als sonst. Ich hole mir jetzt mal den besten Freund. Eine Blume in der Wildnis. Ja, wir machen das. Wir sind ja so ein kleiner Lüstling. Seid gegrüßt. Kümmert euch darum. Jawohl. Und das schafft uns jetzt tatsächlich die Möglichkeit, okay, gegen dich hier Krieg zu führen, weil wir haben Ansprüche. Allerdings hast du ganz schön viele Verbündete.
Er selber hat nicht viel. Aber vor allem der Prinz von Blebdien, von Gwynedd, hätte da natürlich schon uns etwas entgegenzusetzen. Deswegen werden wir jetzt hier auch mal ein bisschen noch Gas geben. Okay. Ein Cousin wurde gefangen genommen. Haha, von? Hey, cool. Ich könnte dir den Krieg erklären, aber die wären mehr als ebenbürtig. Die Lage ist hier tatsächlich so ein bisschen festgefahren, wie mir scheint. Könnt ihr euch den Krieg erklären? Oh, wir haben sogar Ansprüche. Ebenbürtig. Naja, wir bauen jetzt unsere kleine Armee auf. Also hier könnten wir auch noch mal zuschlagen, weil uns grundsätzlich das Herzogtum Aragon auch irgendwie zusteht. Also das könnten wir uns tatsächlich unter den Nagel reißen. Aber dazu müssen wir noch ein wenig unsere Truppen pimpen. Pimpen, pimpen. Es wird mir ein Vergnügen sein. Ich freue mich darauf. Er beobachtet mal wieder die Leute und schaut ihnen in die Abgründe ihrer Seelen. Ja, das fasziniert mich ebenfalls. Lebt wohl, mein Ratsmarschall. Kerkerreich, so, so sei es nun. Die Dinge, die wir wissen. Ich würde lügen, wenn ich sagte, es hätte mich nicht ein wenig gefreut. Halt. Es hätte mich nicht ein wenig gefreut zu sehen, wie Infantin Uri sich gewunden hat, als ich ihr erzählte, was ich weiß. Meine Schwester bittet mich zum Gespräch unter vier Augen beiseite und fragt mich, was sie denn tun könne. Nichts. Naja, nachdem wir aber nicht sadistisch, aber wieso eigentlich? Okay. Dass wir jetzt da unsere Schwester in dieser Art Unterhalt bei Nichtaushebung. Wir gehen da auf 300 hoch. Dann haben wir nämlich schon 700 Ja, ich glaube, das können wir jetzt dann auch wieder lassen.
aufgeben. Jetzt gucken wir gleich noch mal rein. Was sollen? Wer ist denn noch nicht so amused von uns? Bürgermeister, Bürgermeister, Bürgermeister ist mir eigentlich egal. Der Bauch von Infantin Uka wird immer größer und es kann kein Zweifel geben. Sie ist schwanger. Sie hat zwar nichts gesagt, doch könnte es das Ergebnis unserer fleischlichen Gelüste sein. Unser Blut, natürlich ist es euer Salfonso. Ich mache mir Sorgen, dass jemand sie gehört hat. Doch wir verweilen alleine in der Stille. Das ist auch gut so, denn ich muss plötzlich über vieles nachdenken. Oh nein, wir beide ein Kind. Den Neffen sind wieder freigelassen. Okay. Ich glaube, wir werden den hier mal beeinflussen. Der Graf Pedro. Das ist mein Kumpel, ne? Lauthals. Bitte tretet doch ein und legt das Gold auf der linken Seite auf. Diplomatie, Lebenswandel, Erfahrung. Ja. Wir nehmen, was wir kriegen können. Auch schon mal, um hier doch mal zuzuschlagen. Und zwar, ich bin mir nach wie vor nicht so ganz sicher. Moment mal. Krieg erklären. Ich habe Ansprüche. Wir werden es jetzt erstmal hier probieren. Warum? Weil es ist ein christliches Land und ich kriege einen Fuß nach Irland. Ja, kann damit auch sozusagen England ein Stück weit mit beeinflussen und die Danelag. Aha. Aha. Ja, wir kommen damit natürlich auch den Ungläubigen etwas näher. Ich glaube, das werde ich tun. Am Hof von Infantin Urca wird die Geburt ihres Kindes gefeiert. Offenbar ahnen sie die Wahrheit nicht einmal. Das Kind, das in ihren Armen ruht, ist nicht von Graf Lane, sondern von mir. Wenn die nur wüssten. Ja, wir werden ihm jetzt den Krieg erklären und somit unsere Ansprüche durchsetzen. Wir werden unsere Ansprüche durchsetzen. Wir werden hier mal, beziehungsweise, oh, wir könnten natürlich gleich an die Küste gehen. Schaden tut das ja nichts. Also alle ausheben, dann gucken wir mal. Er wird annehmen zu 1% plus, er sitzt ja auch im Knast. Ausgezeichnet. So.
Naja, dann schippern wir mal. Da hoch. Okay, das war soweit klar. Ja, wer soll das sein? Wer bist denn du? Kleve, das ist doch hier irgendwo. Ja, gut, okay. Das kriegen wir schon gebacken. In der Zwischenzeit. Heirat arrangieren. Geht also noch nichts. Dann schauen wir mal hier auf unseren kleinen Schelm. Also, die gebildet wird er nicht. So viel ist klar. Ja, dann lasst es uns auswürfeln. Es wird also einer von denen hier werden. Wir haben, wie machen wir das immer? Oh, 12. 12 durch 5. Die hier zwar, die zwei kriegen eins mehr, also eins. Die kriegen drei. Dann haben wir schon sechs weg. Und die kriegen jeder auch zwei. Also 1 bis 3, 4 bis 6. Ah, der fliegt raus. Gebildet wird er also nicht. Dann ist es nochmal anders. Wenn die hier 3 kriegen, nee, dann machen wir so. 1 bis 2, 3 bis 4, 5, 6. Okay, 1 bis 2, 3 bis 4, 5, 6. So machen wir das jetzt. Mit einem Würfel. Eine 5. Das heißt, er wird den Schwerpunkt in Richtung Diplomatie gehen. Ja gut, dann machen wir das so. Dann braucht er aber tatsächlich einen anderen Vormund. Und wer könnte das Kind dann unterrichten? In diesem Wert? Sie macht es. So, wir haben jetzt hier nämlich schon 41%, weil wir vor allem diesen Verbündeten hier doch ganz schön in die Schranken gewiesen haben. Okay. Er wird nicht annehmen. Eure Kultur ist in eine neue Epoche eingetreten. Neue Innovationen sind verfügbar. Halleluja, jetzt schon. Das ist es nicht. Dann ist es das.
Okay. Aber wir werden jetzt trotzdem erstmal hier weitermachen und die Haustruppen weiter voranbringen. Bin mal gespannt. 81%. Und wir werden jetzt absolut zum Folterer werden. Sind wir eigentlich hier direkt bei der Armee? Nein. Das ist der lüsterne Ritter. Okay, und dann können wir auch die Forderung schon erzwingen, so sei es. Und damit hat sich Lyon strategisch günstig schon mal in die Vormachtstellung hier gebracht. Wir werden jetzt hier zurückgehen und unsere Truppen auflösen. Das hat uns doch etwas eingebracht. Wir werden das Lösegeld direkt einfordern. Lass uns nur einmal kurz gucken, wie viele Herzogtütel haben wir denn? Aber interessant fände ich tatsächlich, wenn wir das jetzt mal kurz laufen lassen, dass wir vielleicht hier hinten tatsächlich mal das Herzogtum erschaffen. Mein Sohn, Alfonso der Zweite. Aha. Nee, der Fernando, der kriegt nur so einen Namen. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Zum einen müsste jetzt an der Nachfolge kann ich den eigentlich zum Gelübde auffordern? Ich könnte ihn enterben. Würde ich mein eigenes Kind enterben, nur weil er bucklig ist? Also die Prestigegeschichten, das wäre es mir jetzt nicht, aber unser Bekanntheitsgrad nimmt halt gerade nicht wunderbar zu, ja. Und würde in dem Fall 150 abnehmen. Dafür wäre aber dann er hier, der ist halt natürlich viel schlauer.
enfant. Bucklige, rauflustige. Ich glaube, ich werde ihn enterben. Ich werde ihn enterben. So, damit ist er nämlich der Spielererbe. Wer ist denn so Summe aller Werte? Wer ist denn da der Beste? Ich glaube, ich lasse ihn von der Mutter ausbilden. Es war ja auch klar, ich meine, ganz ehrlich, einen Buckligen als Nachfolger, wer konnte das damals schon? Am besten noch so in diesem Sinne, dass die Buckligkeit meines Sohnes eine direkte Folge meiner Sündhaftigkeit ist. Und das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Deswegen, ja, tut's mir leid, mein Sohn, aber du bist enterbt. Auf diesem Weg habe ich jetzt natürlich das Problem, ich habe jetzt erst einen Erben, ja, aber damit... Wie alt ist sie eigentlich? 34. Naja, sie kann schon noch mal schwanger werden. Ja, das sieht doch jetzt schon wesentlich besser aus. Wer läuft da eigentlich gerade durch? Das können wir doch abbrechen. Aufgeben. Wir müssen ja jetzt eh mal gucken, dass wir hier diesen Titel vergeben. Ein Ritter von uns. Und zwar, der hat gut gekämpft. Er ist lüstern. Ich glaube aber, dass er hier oben tatsächlich, um das zu befrieden, muss er das so machen. So, du wirst jetzt mal hier oben für ein bisschen Ruhe und Ordnung sorgen. Und du wirst mir einen Anspruch auf... noch besorgen. So. Jetzt nochmal zu dir hier unten. Ich kann dir den Krieg erklären und Ansprüche auf das Emirat bzw. das Herzogtum erstellen. Und ihr seid jetzt überlegen, weil, ja. Komischerweise kann ich die allerdings niemals in meinen Die haben sich da ganz schön verbrüdert, muss man mal sagen. Wir brauchen unbedingt brauchen wir hier. Können wir vielleicht auch eine Verlobung.
Er ist wie alt? 0. Und sie ist? 0. Sie hat einen Bildungsschwerpunkt. Rusticula. Das würde zu einem Bündnis führen und sie wäre tatsächlich ein bisschen älter als wir. Komm, wir machen das. Wir machen das. Und damit sind unsere Chancen natürlich ungleich stärker geworden. Yeah, man. Ausgezeichnet. In den Krieg gerufen. Verbündete. Gegen wen geht's denn? Feinde. Einmal Herzogtum von Böhmen und das andere ist Schwaben. Klar gehen wir damit rein. Logisch. Aber wir werden unsere Truppen erstmal nicht ausheben. Na, so viel hat er da nämlich auch nicht. Das heißt, wir konzentrieren uns tatsächlich jetzt vorläufig erstmal auf die irische Insel. Und England hat es da gar nicht geschafft. Oh, was ist denn jetzt hier los? Herzogtum Toulouse, Herzogtum Normandie. Oh, shit. Wenn das mal kein Fehler war, fände ich das doch wunderbar. Wir werden jetzt mal trotzdem unsere Armeen ausheben. Denn ich bin dafür, dass wenn wir schon Ey, Alter! Der kämpft aber an allen Ecken und Enden. Jetzt reicht's aber. Wir sind damit halt im Minus, ne? Aber da kann ich jetzt auch nichts helfen. Doch, wir könnten hier, wartet mal. Das müsste eigentlich ein bisschen was bringen zumindest. Ich meine, immerhin, wir machen ja durch das Plündern auch Geld, also so verkehrt ist es nicht, ja. Wir müssen halt bloß höllisch aufpassen, dass wir uns nicht jetzt ins eigene Fleisch schneiden. Und dadurch, dass wir diese tollen Kriegsgerätschaften dabei haben,
finde ich das schon in Ordnung. Drei Monate. Werte des Ehepartners. Ah ja, lasst uns mal noch ganz kurz hier reinschauen. Domänenverwaltung, das bleibt auch weiterhin. Ja, das bleibt auch weiterhin das Gebot der Stunde. Hoppala, hier los. Das ist jetzt bloß ziemlich unübersichtlich, okay. Herzogtum Normandie. Aber die Normandie ist doch eigentlich hier oben, jawohl, es ist. Bezwingen wir jetzt erstmal den hier. Wir müssen nur mal gucken, dass uns hier hinten nicht irgendwie einer durch die Lande stapft und dann das Feld von hinten aufrollt. Wird er jetzt geschlagen? Kerbholz. Zwei Bauern, die unter meiner Gerichtsbarkeit leben, gerieten kürzlich in einen großen Streit. Sie führten Geschäfte durch und schrieben die Mengen der getauschten Waren auf Stöcken auf. Ein Bauer versuchte jedoch, den anderen zu betrügen, indem er die Anzahl der Striche auf dem Stock änderte. Das war eine dumme Idee, da der andere Bauer Kopien anfertigen ließ. Nun liegt das Schicksal des betrügerischen Bauern in meiner Hand. Mohahaha. Historischer Kontext. Tja, dann kerker den mal lieber ein. Und wir haben einen gefangen, ne, oder? Hat sie überhaupt enge Verwandte? Ja, die Geschwister. Tja, mein Liebchen. Diese Ratten wirken erst noch scheu, sage ich, als ich den Eimer auf die nackte Brust von Christina schnalle. Doch sobald es warm dort drin wird, werden sie alles tun, um zu entkommen. Zum Glück für die kleinen Biester haben sie sehr scharfe Zähne. Sie fleht mich um Gnade. Doch ich greife nur nach den glühenden Kohlen. Es muss getan werden. Finstere Nacht. Eine finstere Nacht kann die Schatten in den Gängen meiner Festung wahrlich zum Leben erwecken. Das gefühlte Risiko ungebetener Besucher steigt mit jedem unbewachten Winkel, den ich entdecke. Wenn ich allein schon derart viele Schwachstellen erkenne,
dann stelle man sich nur vor, was mehrere Personen mit einer ähnlichen Sicht auf die Dinge erreichen könnten. Also als allererstes werde ich mal das passt schon. Ah, ich bin da, glaube ich, gefasst genug. Ist das ein Anzeigebug? Und der nächste. Es ist allgemein bekannt, wie sehr Höflinge Intrigen und Komplotte lieben. Dies könnte ich zu meinem Vorteil nutzen. Ja. Turnierprobleme. Verstehe. Wir besetzen hier unten alles und der andere kriegt es mal wieder nicht gebacken. Moment mal, was willst du denn erobern eigentlich? Tue ich im Anspruch von Graf Guillaume auf Fürst. Okay, das müssen wir befreien. Ja, das machen wir auch gleich. Gehen wir jetzt nämlich mal schön darauf und setzen uns damit rein. So, der eine Krieg ist vorbei. Das war das Herzogtum Schwaben. Ja, wunderbar. Dann haben wir das nämlich auch. Es gibt keinen ruhigen Moment. Mein Sohn und Erbe steckt so voller Fragen. Wenn der Vater mit der Mutter. Verwundet mein Onkel, okay. Befehlshaberin befördert meinen Ratsmarschall. Okay. Dann soll er mir dienen. Alto Aragorn weint. Wir brauchen diese Ressourcen für... Ja, ich werde das nehmen, weil ich kann jetzt einen Aufstand im eigenen Ding tatsächlich nicht brauchen. Verbündete Armee. Jetzt sind die auf einmal verbündet. Okay. Interessant. Platsch. Ein großer Spritzer und ich falle in den Schlamm. Verdammt, wenn es nur heute Morgen nicht geregnet hätte. Vielleicht wäre es dann doch keine gute Idee, einen Spaziergang im Freien zu machen. Ich stehe auf und versuche, den Schlamm von meinen ruinierten Kleidern zu waschen. Verflucht.
Es ist eine schändliche Wahrheit, oder eine schändliche Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Mein Freund, Graf Munjo, soll eine Affäre mit... Ja, gut, mei. Hof der Schatten. Dreckmühlen. Der Tod in unserer Mitte. Ruft sofort einen Arzt. Isoliert sie. Wir haben die Pest. Ruf sofort einen Arzt. Ja, in jedem Fall machen wir das. Pest immer schlimmer. Bla bla bla. Verschwindet, ich will mich ausruhen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir sind tot. König Alfonso der Vierte ist im Alter von 45 Jahren an der Pest gestorben. Er war bekannt für seine sadistische Ader und erhob Folter und Verstümmelung zu einer Kunstform. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Boah, leck. Wir werden uns jetzt sofort zurückziehen. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, das ist natürlich nicht so gut. Verstehe. Oh, wir müssen Berater einsetzen. Ratsverwalter. Ratsspitzel. Was kannst du denn gut? Der Ratsmarschall. Das müssen wir ja machen. Oh Mann, oh Mann. Wir müssen uns sofort konsolidieren. Wir sind halt erst vier, ne? Wer ist das denn? Mutter und Vormund. Nee. Ausbruch der Beulenpest. Wow. Haben wir jetzt eigentlich... Nee, wir haben schon wieder keinen Arzt. Aber die müsste doch noch hier rumlungern. Irgendwo...
werden die rausschmeißen. Die hat mein Vater zu Tode. Befehlshaber. Ja, da müssen wir wohl einen Arzt suchen. Das müssen wir machen. Und dann müssen wir echt mal Wunden lecken. Kräuterkundler, das ist doch ganz vernünftig hier. Außerdem super gebildet. Der wird's werden. Ausbruch Beulenpest. Wer bist du? Oh, in meinem Land wütet die Pest. Das ist der Hammer. Ich hab doch gerade den eingestellt, oder nicht? Ist der schon wieder tot, oder? Da ist er doch. Ja, ob wir das überleben? Oh Scheiße, jetzt habe ich auch die Pest. Pest, eine katastrophale Fehlbehandlung. Wir kannten alle die Risiken. Sieht aus wie so ein Kind aus dem Horrorfilm. Ich bin zwar schlau, aber ich habe die Pest. Katastrophaler Malus. Oh, fuck it. Ich ruhe jetzt in den Armen des Herrn. Okay, wir spielen jetzt als unsere Schwester weiter. Haben wir keinen Erben? Oh, Scheiße! Scheiße! Leute, fuck! Oh Mann, ja, aber so kann das eben gehen. Ja, da kommt mal die Pest und rafft uns alle dahin. Ja, das ist... Und sie ist ja jetzt nun weiß Gott auch nicht mehr die Jüngste. Also Kinder kriegt sie keine mehr. Den legitimieren. Hat sie jetzt ein... Eigentlich müsste sie wahrscheinlich...
Also ich muss ihren Mann umbringen. Eieiei. Das können wir nochmal probieren, vielleicht, wenn ich dann da alleine an der Spitze sitze, hat mein Haus vielleicht noch eine Chance, aber ich befürchte, es ist zu spät. Ruft sofort einen Arzt. Die sind alle so, die sind alle sowas von gegen uns. Oder die Eigenschaft Pest ist aber entstellt. Okay, sie hat ihn gerettet. Ja, die hätte man mal vorher haben sollen. Jetzt bringt die Gute noch ihren Mann um. Wow, Leute. So von wegen total easy peasy, ne? Ja, so ist es mal nicht. Das Spiel ist aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das große Finale endet pünktlich fast nach 2 Stunden Streamzeit mit dem Ende des Spiels, Leute. Es hat aber auch schon scheiße angefangen. In der Hinsicht, dass mein Rechner abgestürzt ist. Und dass wir einen Spielstand jetzt laden mussten, ja, das war alles unglücklich. Nichtsdestotrotz, ich nehme das jetzt mal als Niederlage hin. Ich werde das Video auch auf YouTube hochladen. Besucht mich da auch gerne unter meinem Kanal. Ich habe da noch ein anderes Let's Play am Start. Und ja, ich denke mal, nächstes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, guckt einfach mal in meinen Plan rein. Ich werde wieder das einstellen. Standardmäßig steht es immer Sonntag drin. Kann aber sein, dass ich das unter der Woche nochmal anpasse auf einen der beiden anderen Abende. Mein lieber Feinherb, falls du noch zuhörst, ich wünsche dir alles Gute und eine gute Nacht. Du warst live dabei, wie wir kläglich gescheitert sind. In diesem Sinne wünsche ich euch einen tollen Abend. Macht's gut. Bis dann, euer Don Firenze.